Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge OMSI 2 hier heute auf dem Samstag. Es tut mir leid, dass heute die Folge ein bisschen später kommt, aber das Ding war gestern dann doch ein bisschen zu lang. Nichtsdestotrotz, ja, wollen wir uns heute nochmal auf der Karte Berlin-Buch uns hier rumtümmeln auf der Linie 158. Das Ganze geht von Alt-Karow nach Restbahnhof Buch und das ist ein neues Update, welches mir OMSI 2 Fahrzeuge und Co. zugesandt hat, welches wir euch hier heute natürlich präsentieren wollen. Das Ganze heute mit einem Polygon Light in einem BVG-Kleid. Dankeschön an Malte dafür, dass er uns das Ganze hier soweit fertiggestellt hat. Und ihr seht schon, ja, schön mit BVG, ist natürlich ein fiktiver Bus, der existiert so natürlich nicht, ja, zumal es ja auch vorne nur eine Tür hat. Also hier wäre auf jeden Fall noch wünschenswert, wenn man da vielleicht noch eine zweite Tür mit reinpacken könnte. Das würde wahrscheinlich für Berlin ein bisschen praktischer, besser aussehen, aber so schaut das Ganze hier dementsprechend aus. Das wird, ist ja komplett mit Z-Bus zusammengestellt und Repaint wurde dann natürlich von Malte denn kreiert. An der Stelle, wie gesagt, ein großes Dankeschön an euch beiden, dass ich euch das Ganze hier, oder dass wir das Ganze hier heute fahren können, so in dem Setting hier. Und nichtsdestotrotz werde ich mal ganz kurz mal hier mal in den Bus reinlinsen. Und dann sehen wir hier schon das Ganze mit absoluten schönen Sitzpolstern von, ja, Polygon Light, BVG-Optik. Und das Ganze sieht wirklich, wirklich fantastisch aus. Könnte man fast denken, man sitzt hier wirklich in einem echten BVG-Bus. Das hat schon was. Ich mag ja die Polygon-Leitbusse. Also in britischer Form sind die großartig tatsächlich. Ist eher so die, ja, die andere Variante, ne, wo die Türen rechts sind. Die ist natürlich ein bisschen tricky, weil der Bus sich einfach total schlecht gefahren hat. Mal gucken, wie es jetzt mit dem neuen Set war hier aussieht. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, sind wir soweit fertig. Wir steigen ein und gucken mal, was uns hier heute erwartet. OMSI 2 Fahrzeuge Co. hat schon dazu berichtet, dass das erstmal so das Set-Update ist. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht. Wir hatten euch aber dementsprechend natürlich auf dem Laufenden, sobald wir da mehr wissen, bis wir da irgendwelche Sachen bekommen. Bis die Karte released wird, neue Infos, dann sagen wir euch das Ganze dementsprechend. Hier sehen wir Alt-Karow, ne, Bahnhofstraße, dann Karower Chaussee, Alt-Buch, Wildbergstraße, S-Buch und so weiter. Das ist heute übrigens auch der Wochenendverkehr, den wir hier fahren. Ihr seht schon, ne, mein absolutes Lieblingsgerät hier, der Hannover mit Spiegel. Wie viel Dashcams hat die denn bitte? Ja, so, gut. Ich würde sagen, wir starten und rüsten uns jetzt erstmal hier so ein bisschen auf. Dann können wir natürlich noch danach noch ein bisschen quatschen. So, wundervoll. So, Fenster auf, bitte. Dann haben wir noch 5 Minuten Abfahrtzeit. Mein absolutes Lieblings-Hannover-Gerät funktioniert wieder total toll. Malte hat mir jetzt aber auch geschrieben, woran das liegt, warum das hier teilweise nicht funktioniert. Die Hofdatei muss dementsprechend angepasst werden. Und da ich mich selbst damit noch nicht so groß auseinandergesetzt habe, ja, können wir das dementsprechend hier natürlich nicht benutzen groß. Ich kann zwar hier natürlich die 158 schildern, ja, das ist jetzt nicht so das Ding, 158. Ja, aber wenn wir jetzt auf FE drücken, müssten wir jetzt hier eine Routenauswahl bekommen und bekommen wir halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach sage, die Route 2 oder sowas oder 100, ja, können wir hier auch nichts auswählen. Also das muss halt dementsprechend halt immer angepasst werden für, ja, die Hannover-Geräte. Ich habe dazu auch letztens einen Livestream gesehen, ja, einen englischen, wo das Ding da gerade so platziert, verbaut so, oder schon plant, das Ding zu bauen. Das muss ein absolutes Lieblingsteil sein da drüben. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen, denn mir fehlen die Tasten irgendwo. Ja. Das ist natürlich simpel und einfach, wenn du einfach nur ein paar Schalter da drücken musst. Aber ich mag es dann halt doch, wenn du hier irgendwelche Liniencodes eintippen musst. Deswegen müssen wir heute das Ganze nämlich hier auf im Hartz-IV-Menü machen. Und dementsprechend haben wir soweit eingestellt, 158 nach S-Buch. So schaut's aus. Weggeblendet, warum auch immer. Gut, ich glaube, sonst hätten wir jetzt alles. Machen wir jetzt hier noch ein schönes Bildchen.
Und dann können wir soweit schon mal vorziehen, die Fahrgäste einsteigen lassen. Und dann können wir natürlich noch ein bisschen berichten. So, also die Karte unterstützt dann wohl, sobald sie released wird, auch schon OMSI Navigation. Das muss halt noch manuell eingefügt werden. Habe ich jetzt hier alles nicht gemacht. Jerry hat uns dazu ein bisschen gepostet, wie das Ganze halt funktioniert. Holst du miteinander? Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. So, Fahrschein 210. Danke. Ja, bitteschön. Genau. Hat uns dazu schon so eine kleine Anleitung gepostet, wie das Ganze denn halt dementsprechend eingepflegt werden soll. Ja, also da ist er natürlich dann auch schon dran gewesen, weil wir es ja letztes Mal irgendwie angemerkt hatten. Funktioniert jetzt, also ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich allgemein so ein paar Schwierigkeiten hatte mit der Karte. Das war das Ganze nicht so wirklich. Aber es ist die AI-List. Irgendwie, sobald du die AI-List irgendwie veränderst, schmeißt er dir die ganzen Touren raus, sodass du keine Tour mehr anwählen kannst. Das ist ein bisschen eigenartig. Ja, sonst, die Karte soll erst dann veröffentlicht werden, wenn halt mehr Originalobjekte da sind. Und da seid natürlich auch ihr gefragt. Hier ist zum Beispiel sehr, sehr wünschenswert, wenn sich der ein oder andere Objektbauer zum Beispiel meldet. Ja, entweder auf Instagram oder per E-Mail bei OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Wer natürlich Interesse hat, an einem Projekt mal mitzuwirken, mitzubauen, der kann sich da auf jeden Fall gerne mal bewerben oder einfach gerne mal irgendwas posten, was er schon mal so gemacht hat. Ja, und dann könnt ihr der Jerry da oder OMSI 2 Fahrzeuge und Co. dementsprechend euch da Bilder zuschicken für dem, was ihr zum Beispiel bauen könntet. Das wäre natürlich eine großartige Sache, um das ganze Projekt Berlin Buch zu unterstützen. Aber nicht nur das wird gesucht, sondern auch Ansagensprecher werden gesucht. Also solltet ihr zufällig Bock drauf haben, mal in eine Karte mal die Ansage zu sprechen, habt ihr jetzt die Gelegenheit für Berlin Buch euch da einfach zu bewerben. Schickt es da am besten ebenfalls auf Instagram oder per E-Mail einfach mal so eine Probeansage, die ihr zum Beispiel zufällig aufgenommen habt. Und dann könnt ihr da gerne mal das Ganze abschicken. Natürlich wünschenswert natürlich ein gutes Mikrofon, ne, damit man euch klar versteht, also deutlich und klar versteht. Also Hobby... Schnuggelchen, du solltest das vielleicht nicht machen. Nein, natürlich kann jeder mitmachen. Ne? Also jeder, der wirklich Bock hat, der kann auf jeden Fall mitmachen. So, los geht's. Wir sind on Tour hier. Der Bus hat tatsächlich einen kleinen Bug, den habe ich gefunden. Und der Bug ist so gravierend, dass ich OMSI halt komplett beenden muss. Das ist ein bisschen anstrengend. Und zwar hat das was mit den Geldscheinen zu tun. Sobald ich hier auf so einen Geldschein aufdrücke, backt sich das Spiel halt einfach ganz, ganz kurios fest. Ich bin in so einer Art Zoom-Modus. Ich kann aber nicht zoomen. Ich kann aber auch keine anderen Tasten mehr drücken, so wirklich. Also Gas geben, Türen schließen oder sowas. Ich kann mich zwar umgucken im Bus, aber ich kann halt nichts anderes mehr machen. Und das ist natürlich hier in dem Bus natürlich jetzt ein bisschen gravierend, weswegen mir gerade die Aufnahme dementsprechend gerade gesprengt hat. Und ich das Ganze jetzt hier dementsprechend nochmal machen muss. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber merkt ihr was hier mal in dem Bus? Der fährt sich richtig großartig. Der zieht jetzt richtig. Ich hatte ja ursprünglich mal gesagt gehabt, dass mir der Bus, also in der britischen Variante, gefällt er mir echt gut. Ja. Da zieht er richtig schön, ja, und kommt auch weg, wenn du da mal aufs Gaspedal drückst. Und das war ja tatsächlich bei der deutschen Variante war das nicht gewesen. Ne? Und jetzt hat der Malte hier mal ein bisschen was an den Z-Pass hier rumgestellt. Und siehe da, ey, wir können richtig fahren. Ja. Wir können, wenn wir aufs Gaspedal draufdrücken, dann passiert ja auch was. Ja. Dann zieht er auch mal ein bisschen los. Cool gemacht. Also jetzt hier noch, das Ding ist vollkommen in Ordnung. Wenn jetzt noch hinten eine zweite Tür drin ist, dann könnte ich mir den Bus dann auch vorstellen, dass wir den öfter dann mal im Let's Play fahren. Denn. Ja, also, oder im Livestream dann halt. Der fährt sich sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. So. Ja, gestern, wie gesagt, Livestream auf der Baureihe. Mit der Berliner S-Bahn 481 war großartig gewesen. Vielen Dank nochmal, ja, dass ihr dabei wart. Hat Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass der Train Simulator denn doch bei uns so ein bisschen geguckt wird. Aber das ganze Ding ist einfach großartig gemacht worden von TTB. Also das muss man mal einfach mal so ein bisschen Werbung mal hier machen. Hier in OMSI für ein anderes Spiel. Großartig, so läuft das. Aber das hat wirklich richtig gerockt, ja. Also. Und dass wir hier diese schwere Aufgabe gelöst haben von 100 Minuten. Das war fantastisch. Fantastisch. Ja, hier staut sich natürlich ein bisschen.
Ja, sonst, was kann man noch zu Berlin Buch sagen? Auf jeden Fall gab es hier weitere Verbesserungen der KI-Pfade und alles was. Ne? Da ist uns ja letztes Mal ja so ein bisschen was aufgefallen. Ich gehe mal davon aus, dass diese Stellen zum Beispiel auch gemeint sind, dass zum Beispiel die Fahrzeuge in einen reinfahren und alles sowas. Ja, also man hat jetzt hier, habt ihr gesehen, wir hatten jetzt auch eigentlich mal Platz, dass wir mal rein konnten. Ne? Also auch hier wird natürlich weiterhin stark verbessert hier alles. Viele BVG hier unterwegs sind, ne? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Tür ist offen, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. So, links rum. Ja, die 158 wurde halt verlängert, weswegen ich euch heute die Linie zeige. Glaube, war das die 158 gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es jetzt natürlich jetzt auch die Wochenendversion ist, da wir uns ja aktuell zum Wochenende befinden. So um so Pi mal Daumen, so um die 15 Minuten dauert das Ganze. Das ist eine sehr angenehme Tourenlänge, finde ich. Ich bin mal sowieso gespannt, wo das Projekt Berlin Buch hinwächst. Also bin ich echt gespannt. Wie gesagt, ist Berlin halt, ja, großartig, fantastisch. Ich kenne es halt wirklich nur, weil ich einmal, zweimal da vorbeigefahren bin. Sonst war ich halt in der Region halt nie unterwegs gewesen. Aber es ist immer schön über euer Feedback, welches ihr mal denn da lasst zum Beispiel. Das sieht echt gut raus und realistisch aus. Die Straßenformation passt halt und hier und da. Also sowas könnt ihr gerne schreiben. Das ist halt Feedback für OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Ne? Das ist echt praktisch, damit er dann weiß, okay, er kann auf jeden Fall so weitermachen. Hier zum Beispiel auch nochmal, steht es hier nochmal so ein bisschen was da, ne? Planung, Sanierung der Dreseburger Brücke, voraussichtlich Worte bis, keine Ahnung, Sperrung der Blankenburger Chaussee für die Sanierung Dreseburger Brücke. Ne? Deswegen ist die Sperrung der Blankenburger Chaussee. Ne? Das ist halt cool, ne? Diese Schilder, die er da immer hinstellt. Ist mir ja damals zufällig mal bei der U5 aufgefallen, ne? Die er da gebastelt hatte. Deswegen habe ich auch mal ein Objekt gebaut. Ich bin jetzt nicht der beste Objektbauer, deswegen kann ich mich da leider nicht so freiwillig melden. Außerdem fehlt mir so ein bisschen die Zeit halt auch noch mit zwei Kindern und alles, was mich da jetzt ranzusetzen, leider. Sonst haben sie zwei Fahrzeuge, Jerry. Ich würde dir wirklich dann unterstützen, ja, wenn ich könnte, wenn ich Zeit hätte. Weil deine Projekte mag ich sehr. Einmal normal, bitte. So, normal. Normal, bitte. So, 10. Achso, er zeigt mir jetzt einen Pfund an. Deswegen. War ich jetzt gerade ein bisschen irritiert bitte. Gewesen. So, 2 Euro. Hat danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ey, sogar passend gezahlt hier. Was ist los hier bei euch? Du nicht. Toll. Dankeschön. Hier, sobald du auf den 10-Euro-Schein hier raufdrückst. Codestrecke ermäßigt. Das kann ich hier sogar ausdrucken, tatsächlich. Ah, das macht er nicht. Okay. Du kriegst aber 60 Cent wieder. 50, danke. 60. Wie gesagt, Kindertickets kannst du hier irgendwie mit dem Bus nicht ausdrucken. Das ist ein bisschen eigenartig. Nee, was wollte ich sagen? Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Guck doch mal, wie der hier abzieht, ja? Fantastisch. So, ab jetzt brauche ich Hilfspfeile leider. So, also einsteigen. Einmal kurz, schreibe ich wieder bitte. So, leider muss ich das wieder so machen. Danke. Ich verstehe nicht, warum man hier nicht in der Kasse noch mehr Tickets zufügen kann. Ein Fahrschein bitte. Geht das, wenn ich das jetzt so mache? Nimmst du denn den mindestens? Den nimmst du auch nicht, alles klar. Dann kriegst du nur 20 Cent wieder. Also wie gesagt, Kindertickets hier ausdrucken geht scheinbar nicht. Was bist du, als wir hier zuletzt jetzt bei der U5 waren, wo er diese Schilder da positioniert hat? Achso, mit Objektbauen. Dass ich halt nicht wirklich die Zeit habe, da mitzubauen. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Sonst würde ich echt gern euch unterstützen, wirklich. Guck mal hier, was ist denn das hier? Huch! Tut mir leid, aber jetzt muss ich hier gucken, was ist das? Was? Mal kurz hier.
Go, Gaddelhörnchen Go. 98% aller Männer halten. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist das? Manfreds Weinpromenade. Okay. Ja. Aber schön mit so einem kleinen Festival da und alles sowas hier, ne? Also echt cool gemacht hier. Krankenwagen sind auch schon vor Ort, falls irgendwas schief geht. Cool. Netto. Dann geh da zu Netto. Ja. Blitzer steht hier auch schon. Ja, Hauptsache Berlin kann erstmal Geld machen halt mit den ganzen Automaten hier, ja. Ey, da fährt sich richtig gut, der Bus. Wahnsinn. Seitdem ich jetzt hier irgendwie irgendeine ausländische Karte installiert habe, habe ich jetzt immer, wenn ich an roten Ampeln stehe, immer so ein komisches Geräusch jetzt hier. Hoffentlich ist es jetzt nur vom Bus. Hat mir jetzt nicht irgendwie mein Omsi kaputt gepatcht oder sowas. Ja, natürlich ärgerlich. Warum dürft ihr alle schon fahren und ich nicht? Lass mal nur Linksabbieger, durften fahren. Wir haben doch keine Zeit. Los, komm. Ach, kalter Kaffee. Ist so widerlich. Machst du dir einen Kaffee, weißt du? Nee, das Telefon und dann kannst du, da freust du dich jetzt, kannst du dich irgendwie ransetzen, Folge aufnehmen und dann ist der Kaffee kalt. Ja. Also irgendwie hauen die Spiegel hier nicht so hundertprozentig hin. Die sind irgendwie verwirrend. Hier, das ist zum Beispiel auch schön. Man hat den E-Citaro hier schon verbaut. Ja. Könnt ihr euch natürlich auch auf der Seite runterladen, ja. Wenn ihr den Bus natürlich besitzt. Den braucht ihr natürlich. Das ist ein bisschen gemoddet halt alles. Also schaut da einfach mal rein, haben sie zwei Fahrzeuge und Co. Dann könnt ihr euch das Ganze dann dementsprechend auch kaufen. So, eine Kurzstrecke jetzt gern. Wollt ihr eigentlich eine Fahrkarte? Ja, ich bin doch schon dabei. Danke. Was ist denn los? Chill doch mal. Ins BVG müsstest du doch wissen, dass es ein bisschen Zeit dauert hier. 2, 4, 6, 7, bitte. Alter, ist das hier ein BVG-Club hier? So. 2, 4, 6, 7. Ja, bitte. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte kostet. Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Gut. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ich hätte gern eine Tageskarte. Mit Tageskarte, Ormschen bekommst du. So. Ja, die Verspätung, die geht gar nicht runter hier. Was ist denn los hier? Ist der Fahrplan da so streng da oben? Unten? Keine Ahnung. Je nachdem, von wo du kommst, oben, unten. Oh. Wir haben noch einen BVG, der hier ein bisschen rumglitscht. So, wollt auch noch keiner aussteigen, ne? Wir müssen ja auch vorne raus. Einmal wieder Kurzstrecke. Oh Mann! Wisst ihr, deswegen kriegst du Verspätung hier. Ich wollte mir immer mal mein Stream Deck mal hier schon fertig machen. Das ist ja so Stream, da kannst du ja so für Hotkeys und alles was benutzen, ne? Dass du das praktisch so als Kassenprogramm benutzt. Dass du da zum Beispiel die ganzen Zahlen nennen, aber wie gesagt, es muss natürlich dann auch überall identisch sein. Muss das sein, dass mich ein bisschen sputen hier, weil ihr seht schon, Fahrplan. Oh, naja, gut, mit 75 müssen wir jetzt hier nicht lang fahren. So, jetzt steigen sie auch vorne aus.
Wie gesagt, das Ganze jetzt hier noch mit der zweiten Tür. Großartig. Erst aussteigen lassen, bitte. Morgen. Ja, morgen. Oh. Schöner über Rot gefahren hier. Fantastisch. Katsching. Stopp. So, das war jetzt natürlich hier die Kreuzung, wo uns wahrscheinlich keiner eingelassen hat. Wollen wir mal jetzt, wenn wir den hier schon fast reinfahren, hier, dass der hinter uns jetzt da wartet. Und unsere Verspätung wächst und wächst und wächst. Dankeschön, Handzeichen gegeben. Oh, ein bisschen glitscht hier. Fressen ab. Ah, wart ihr da schon mal in dem Fressnapf? Das sieht nämlich aus, als ob das ein echtes Gebäude ist, was da steht. Hier gibt es ein paar Probleme scheinbar. Performance geht gerade ein bisschen so in den Keller. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, bei der Ailis gab es ein Problem. Ich konnte den Fehler echt nicht ausfindig machen. Da wurde irgendeine Gruppe scheinbar geöffnet und irgendwo ist da ein Fehler drin, dass die Gruppe nicht komplett geschlossen ist. Und ich habe den Fehler partout nicht finden können. Deswegen hoffe ich mal, dass das Ganze uns jetzt hier nicht um die Ohren fliegt. Aber ihr wisst ja, ne, sobald irgendwas sich hinhaut, hat Omsi keine Lust mehr. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Fahrzeug sich jetzt gerade laden sollte. Und er aber gerade das nicht findet, was er da laden soll. Wisst ihr, sonst läuft die Karte Berlin-Buch eigentlich richtig gut. Also da muss er auf jeden Fall, an der Ailis muss noch auf jeden Fall nochmal gearbeitet werden. Zumindest so gearbeitet werden, dass man vielleicht dem Endbenutzer dann halt eine Auswahl stellt zwischen den Fahrzeugen, die zum Beispiel angeboten werden. Was ich sowieso immer schlimm finde, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man Fahrzeuge nicht mitliefern kann, dann muss man sie halt auf irgendwie mit Links irgendwo verweisen, dass man die denn da findet. Die meisten Fahrzeuge findest du natürlich auf Omsi, zwei Fahrzeuge und Co. halt, ne? Aber es gibt halt immer noch so, bei mir fehlen KI-Fahrzeuge. KI-Fahrzeuge. Wenn du nicht weißt, wo die herkommen, irgendein VW Passat fehlt mir. Und ich habe 20.000 VW Passats drin, aber dieser eine VW Passat, der fehlt mir. Ja, das ist dann zum Beispiel sowas. Ja klar, jetzt bist du ja nicht doof, ne? Jetzt schreibst du es einfach ein bisschen um halt, ne? Dass du ein anderes Modell halt einfach nimmst. Aber sobald du das wieder machst, ne, kommt dann gleich wieder Omsi an und dann findest du wieder keinen Fahrplan. Also auf jeden Fall so eine Alternativ-AI-Liste irgendwie anpassen mit gefühlt Standardfahrzeugen halt einfach nur. Ne? Dass man dann zum Beispiel einfach die Spandau-Fahrzeuge nimmt, halt wirklich Spandau, und auch vielleicht die Busse dazu nimmt. Ist zwar nicht mehr mega realistisch, aber du gehst halt, oder man geht halt sicher, dass das halt auch auf jeder Karte funktioniert mit der AI-Liste halt. Ne? Also würde ich mir noch persönlich wünschen von Omsi 2 Fahrzeuge, cool, dass man das vielleicht dann als Alternative mal zukünftig und auch mit reinpackt. Und vielleicht auch nochmal drüber gucken. Wie gesagt, also bei mir fehlt ja jetzt irgendwas, warum das Ganze jetzt so ein bisschen ruckelig läuft. Wie gesagt, hatte ich ja ein Bild gepostet gehabt, dass da was, dass ein Posten offen ist.
Ja, aber wie gesagt, wurde Dankeschön. Nicht geschlossen. Irgendwas wurde einfach nicht geschlossen. Einmal normal, bitte. So, deswegen kann es wie gesagt sein, dass mir jetzt das Ding gleich um die Ohren fliegt. Einen normalen Fahrschein, bitte. 10 Cent. Morgen. Guten Eine Morgen. Kurzstrecke, bitte. Kurzstrecke. Danke. Guten Morgen. Guten Tag. Hallo. Einen Fahrschein, bitte. Morgen. Kriegst du aber später aber hier auch nicht raus, wa? Ihr seht's halt, ne? Also man merkt halt, an der Stelle geht hier die Performance runter. Ich gehe, wie gesagt, halt stark davon aus, dass irgendwas geladen werden soll, was halt nicht laden kann. Wie gesagt, weil die AI das irgendwie komplett zerstört ist. Du kriegst ja sonst auch die Meldung, halt, dass ein Fehler aufgetreten ist auf der Map, ja, und ob du das verändern möchtest. So, jetzt habe ich das gemacht und irgendwie musste ich mir einen Bus aussuchen. Oder, ne? Also kannst du ja machen, aber ich weiß jetzt halt nicht, ob das jetzt auch der richtige Fehler gewesen ist, ja, den er natürlich jetzt hier gesucht hat. Ja, also da müsst ihr dann auf jeden Fall nochmal drüber linsen. So, ich fahre jetzt hier einfach los, weil ich habe einfach mal 4 Minuten Verspätung und das finde ich ein bisschen viel. Wir sind ja auch gleich nochmal am Ende, da ist schon ein Buch. Bevor uns jetzt gleich der Bus anfängt zu springen, Gott sei Dank sind wir hier noch angekommen. Das sieht schon sehr realistisch hier aus, ja? Also Berlin Buch hier. Das hat er richtig cool gemacht. Richtig, richtig schick. Schick! Ach, oben sind zwei Fahrzeuge. Du verwöhnst mich mit schönem Berliner Content. Wie gesagt, erst die U-Bahn, Berlin-Bruch. Ja. Ich mag ja diese Vororte ja sowieso lieber als Berlin-Zentral. So, ne? Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber wenn es hier so diese Randbezirke sind, geht es voll. Mag ich, stehe ich voll drauf. So, jetzt haben wir natürlich hier Fahrt. Die strengen es aber alle aus hier. Und da wir nur eine Tür haben, strengen es natürlich auch nur vorne aus. Oh, jetzt ist unsere Phase weg. Mann. So, hier, so sogar das Schild da, ja. S2 fährt Buchbernau, fährt Karo Blankenfelde Lichtenrade. Die fährt bei mir. Ich habe übrigens letztes Mal nachgeguckt gehabt, ne? Vom 1.5.2020 bis zum 12.12.2020. Buch Karo, Ersatzverkehr mit Bussen. So, wollen wir uns jetzt einfach mit drin schummeln? Dass sie sogar Doppeldecker hier durchpassen, ja. Guck mal, da werden nämlich schon die ersten Texturschwanz. Wir müssen jetzt aufhören. Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall die AI-Lisp, die muss noch auf jeden Fall nochmal angepasst werden. Sonst war eine extrem schöne Fahrt wieder gewesen. Bremst doch nicht so abrupt ab, Mensch. Ach, Omsi ist so eine geile Simulation, wirklich. Manchmal habe ich immer so diese Momente, weißt du, wo ich mir das alles angucke und denke mir so, Alter, wie geil ist Omsi eigentlich? Es gibt keine geilere Simulation, wirklich. Schön Solaris hier drauf.
So passt das. So. Oh, gut, aber wir fahren jetzt hier noch rum, würde ich sagen. Wir mitten auf der Straße stehen bleiben, ist auch blöd. Man hätte mich ja auch mal lassen können, ne? Das wäre natürlich noch viel, viel geiler gewesen. Die stelle ich mir auch spannend denn vor, wenn es hier ein paar mehr Linien gibt. Für die Leitstellenfahrt oder sowas, ne? So ein Berlin-Buch. Wisst ihr was, Leute? Guckt, macht mal Augen zu. Wird die Folge jetzt nicht hier künstlich in die Länge ziehen. Die ist sowieso schon wieder lang. So, Leute, das war's von meinerseits heute hier in Berlin-Buch mit der Linie 158 und dem Polygon-Light als One-Door auf der rechten Seite. Ah, wir können auch noch die Buschler sauber machen, wenn wir schon mal dabei sind. Guck mal hier, wie die Schweine hier sich hier verabschiedet haben, hier Drecksäcke. Oh, Entschuldigung. Das ist ja noch eine Aufnahme. Na. Ja, macht ihr das zu Hause auch so? Oh, das ist ein geiles Bild. Das ist ein nice Bild, ey. Also das können die auch so eine schöne Kameraposition hier packen. So. Ja, also wie gesagt, das war es, wie gesagt, von meiner Seite heute. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit OMSI 2. Und es geht wieder mit OMSI 2. Diesmal sind wir ein bisschen weltweit unterwegs für ein paar Tage. Deswegen unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt. Und mal nicht nur Deutschland sehen wollt, sondern auch mal ja, das eine oder andere. Deutschland ist zwar auch mit dabei, aber gibt auch anderes. Verabschiede ich mich, bedanke mich. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare, wie euch die Karte gefällt. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion dafür. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!